Hören Sie auf, damit rumzuspielen! Ich muss sie nur noch richtig scharf stellen. Geben Sie mir endlich die Berechnungen für die Sequenzwandler! Sofort! Hier, die sind schon überprüft. Ob es da wohl regnet? Achtung, bereithalten! Herr Hitler! Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Und? Haben Sie ihn gefunden? Hitler ist aus dem Weg. Gratuliere, Professor. Wenn Hitler beseitigt ist, dann... Das wird die Zeit zeigen. Früher oder später. Die Zeit wird es zeigen. Commander? Die letzte Übertragung? 9 Uhr Zulu. Seitdem nichts mehr. Vielleicht konnte Einstein fliehen? Nein, General. Dann hätte er sich mittlerweile bei uns gemeldet. Das hier ist geheim. Weiß ich. Ich habe sie rufen lassen. Aber General, sie ist eine Zivilistin. Darum werde ich ja auch nicht erschossen. Commander, das hier ist Tanya Adams, von Beruf Freiwillige. Sie mischt gern selbst in Cyborg-Schlachten mit. Irgendwo in diesem Forschungslabor halten die Sowjets Albert Einstein gefangen. Wir brauchen ihn hier, sofort. Bringen Sie Tanya rein, damit sie Einstein rausholen kann. Sobald Sie ihn gefunden haben, bringen Sie ihn zurück zur Landezone, damit wir ihn ausfliegen können. Seien Sie vorsichtig. Der Stützpunkt ist schwer befestigt, aber nicht unannehmbar. Die Schwachstelle ist die Energie. Knipsen Sie den Strom aus und nichts wird Sie aufhalten. Viel Glück. Die sowjetischen Angriffe haben sich schon verzehnfacht. Wir haben einfach nicht genug Truppen, um Stalins Armeen an jeder Front zu bekämpfen. Commander, das war gute Arbeit, wie Sie Einstein für uns befreit haben. Jetzt zählen wir erneut auf Sie. Die Roten haben einen der Gebirgspässe gesperrt, die wir als Nachschubroute benutzen. Ein Konvoi von der 434. soll da in ein paar Stunden durchkommen. Und die Rohstoffe, die er transportiert, sind in dieser Gefechtszone unersetzlich. Nikos, was haben wir in dieser G-Zone, was wir einsetzen können? Nicht viel. Und die Zeit arbeitet gegen uns.
Sie werden damit auskommen müssen. Ohne das Material können wir bald keine neuen Kampfroboter mehr bauen, also räumen Sie den Pass frei. Los jetzt! Commander, ich würde Ihnen ja gerne gute Nachrichten überbringen, aber nicht alle unsere Schlachten liefen so gut wie Ihre. Alle G-Zonen in Griechenland sind verloren. Und Deutschland bricht auch zusammen. Aber noch ist nicht alles verloren. Ihr Erfolg hat den sowjetischen Vormarsch in dieser G-Zone verlangsamt. Ihre Zerstörung der Brücken hat den sowjetischen Kommandeur gezwungen, auf einen gewissen Gebirgspass auszuweichen, der Ihnen bekannt vorkommen dürfte. Er setzt alles darauf, dass Sie ihn nicht noch einmal aufhalten können. Zeigen Sie ihm, dass er sich irrt. Stavros? Richten Sie sich auf eine geballte Ladung sowjetischer Panzer ein. Der Stützpunkt, den Sie errichtet haben, steht immer noch. Fahren Sie ihn schnellstmöglich wieder hoch. Wir verlassen uns darauf, dass Sie einen Durchbruch der Roten verhindern. Die alte Regierung ist aus der Hauptstadt geflohen und versteckt sich im Exil. Die Informationen aus dem besetzten Athen sind mager, aber es kann nicht bezweifelt werden, dass die sowjetischen Streitkräfte inzwischen alle Gefechtszonen in der Umgebung der Hauptstadt kontrollieren. Doch trotz mehrfacher Abmahnung durch die UN kämpfen die sowjetischen Cyborgs auch in der Stadt selbst, einer zivilen Zone. Es bleibt zweifelhaft, ob die alliierten Truppen diesen Bruch des Cyborg-Kriegsvertrags stoppen können. Als Reaktion auf diesen unerhörten Akt des Terrorismus konnten die Alliierten bei den Vereinten Nationen mit 281-7 Stimmen eine Resolution durchbringen, die ein beispielloses finanzielles Unterstützungsprogramm für ihre Militärausgaben bewilligt. Dieses neue Mandat sieht die Gründung einer globalen Defensivinitiative vor, die mit Truppenteilen aus verschiedenen Nationen den internationalen Terrorismus bekämpfen soll. Klingt übel, nicht wahr? Tja, ist es ja auch. Aber Stalin hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Denn zumindest hilft er uns dadurch, den Rest der Welt gegen ihn zusammenzuschweißen. Ja, wir haben Griechenland verloren. Aber wir sind noch nicht aus dem Rennen. Stalin glaubt das vielleicht. Aber solange wir noch auf Kommandeure wie Sie zählen können, werden wir diesen Krieg gewinnen. Mein alter Freund... Tanjas Begleitcyborg sendet. Sie hat etwas gefunden. Aber russische Sicherheitskräfte haben sie gefangen genommen. Man wird sie mit Sicherheit nach Moskau bringen. Wir müssen sie befreien. Sie hat lebenswichtige Informationen über das Projekt Eiserner Vorhang. Diese Informationen könnten den Verlauf des Krieges ändern. Er muss erst wieder einen klaren Kopf bekommen. So ist er niemandem von Nutzen. Die Sowjets halten Tanja in der Gefechtszone Grodno fest. Das Gefängnis ist zwar gut bewacht, aber ein Versorgungs-LKW kommt mehrmals täglich aus einer nahegelegenen sowjetischen Basis rüber. Wenn ihre Spione die Fabrik infiltrieren können, können sie eventuell per Anhalter ins Gefängnis mitfahren. Sobald sie Tanja gefunden haben, schaffen sie sie da raus, wie auch immer. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Die Informationen, die Tanja mitgebracht hat, waren von unschätzbarem Wert. Würden Sie das nicht auch sagen, Stavros? Ja. Unsere Analyse ist fast fertig. Nein, 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 bleiben Sie sitzen. Ich bin spät dran. Es tut mir leid. Meine Uhr ist kaputt. Professor Einstein. Ja. Es ist mir eine Ehre. Aha. General Nikos Stavros. Angenehm. Professor, darf ich Ihnen den Commander vorstellen, der Sie gerettet hat? Ah. Commander, das ist Professor Albert Einstein. Ja, ja, sehr aufregend. Diese Aufklärungsbilder wurden in einer G-Zone nahe der Ägäis gemacht. Professor, können Sie vielleicht irgendwelche Details interpretieren? Ja, nach allem, was ich gelesen habe, ist das Stalins Hauptforschungslabor. Die arbeiten an einer neuen Art von Abwehrwaffe. Oh ja, genau das ist sie.
Der eiserne Vorhang. Er basiert auf Teslas Theorie von schwingenden Molekülen unter der Einflussnahme einer besonderen... Was genau tut der eiserne Vorhang? Tun? Naja, nach der Theorie macht er offenbar Gegenstände unverwundbar. Ein Fahrzeug oder Gebäude, das diesem Effekt unterliegt, ist theoretisch nicht mehr zu beschädigen. Unglaublich! Ich wusste ja, dass Teslas Experimente mit solchen... Vielen Dank, Professor. Das ist alles, was wir wissen wollten. Wir können nicht zulassen, dass die Sowjets weiter nach diesem Gerät forschen. Was wissen wir sonst noch über das Forschungslabor Stavros? Nikos, könntest du deine persönlichen Verluste mal für einen Moment vergessen, bitte? Ja, natürlich. Außer zur Forschung und Entwicklung dient diese Basis auch als Anlaufstation für sowjetische U-Boot-Aktionen, deshalb auch die starke Cyborg-Präsenz. Soweit wir das sagen können, wird hier der einzige existierende Prototyp des Eisernen Vorhangs aufbewahrt. Wir wissen allerdings nicht, ob er schon funktioniert. Commander, Ihr Auftrag ist klar. Verschaffen Sie sich Zugang zur Basis und zu den Labors und vernichten Sie alle Unterlagen und Prototypen dieses Eisernen Vorhangs. Das hier ist die HMS Bostik. 2 Minuten vor Beginn des Experimentes. Und das da, das sind die Sequenzwandler. Sehr stark. Jetzt schauen Sie genau hin. Keine Trümmer. Interessant. Warten Sie! Unglaublich. Ja, wir ließen es verschwinden und wieder auftauchen. Aber mit viel zu wenig Kontrolle. Wir hatten einige Verluste. Aber haben Sie diese Kontrollprobleme gelöst? Darum geht's ja beim ganzen Projekt Chronosphäre. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich wollte, dass Sie das hier sehen, damit Sie verstehen, wie wichtig Ihr nächster Auftrag ist. Hier wird die Chronosphäre getestet, in einer Forschungsstation in der G-Zone bei Laich. Die Sowjets haben vor kurzem erfahren, was hier vor sich geht, und seitdem kommen ihre Bomber regelmäßig zu Besuch. Sie, Commander, müssen diese Forschungsstation beschützen. Und natürlich auch die Wissenschaftler darin. Begeben Sie sich sofort zu dem Stützpunkt und befestigen Sie ihn. Wir würden ihn ja räumen, aber dann wären Monate der Vorbereitung zunichte gemacht. Die Gebäude und ihre Einrichtungen müssen funktionsfähig bleiben, bis die Versuche abgeschlossen sind. Commander, ich glaube, das könnte endlich der Wendepunkt dieses Krieges sein. Nachdem Stalins eiserner Vorhang aus dem Spiel ist und die Chronosphäre funktioniert, ist unser Sieg nahe. Aber es bleibt immer noch viel zu tun. Einer unserer Spione hat unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Sowjets haben eine Waffe entwickelt, die gewaltiger ist als alles, was die Menschheit kennt. Eine atomare Bombe. Stalin hat vor, diese Bombe nicht auf Cyborgs im Schlachtfeld, sondern auf Zivilisten abzuwerfen. Wenn ihm das gelingt, zerstört er alles, wofür wir gearbeitet haben. Das ist Major Wladimir Kosygin. Einer von Stalins wichtigsten Atomstrategen. Geheimdienstberichten zufolge hat er wichtige Informationen über Stalins Pläne mit dieser neuen Waffe. Offenbar beabsichtigt Stalin, mehrere europäische Städte zu bombardieren. Mit diesem eklatanten Bruch des Cyborg-Kriegsvertrages hat er sich selbst zum Terroristen abgestempelt. Kosygin ist von Stalins Methoden angewidert und bereit überzulaufen. Hier können Sie Kosygin finden. In der Werftanlage von Ria. Führen Sie einen Spion an den Verteidigungsanlagen vorbei, ins Befehlszentrum. Wenn Sie Kosygin gefunden haben, schicken Sie Ihre Transporter rein, um ihn rauszuholen. Wie viele Atombomben besitzt Stalin jetzt?
Mindestens 4 Sprengköpfe von je 2 Kilotonnen werden hergestellt. Aber es gibt vieles, das auch ich nicht weiß. Vieles, das man uns nicht sagt. Stalins Rede fängt jetzt an. Diese Frau, Stalins Geliebte, korrekt? Ich kenne eine Handvoll Bezeichnungen, die besser passen. Njet! Boshe moi! Und Pomazhny, es ist verrückt! Wie kann er das nur tun? Was ist los, Kosygin? Wovon reden Sie? Stalin, er sagt es allen. Er droht mit der Vernichtung der ganzen Erde. Er will wirklich wieder Menschen im Krieg töten. Ist das möglich? Auf einer Woche noch nicht, aber jetzt, wer weiß. Der klang nicht wie eine ganz gemeinschig, wie sagt man, eine Bluff. Im Moment geht im Kreml eine große Säuberungsaktion vor sich. Ihre Alliierten sind zu stark geworden. In seiner Wut tötet Stalin seine eigenen Leute. Noch mehr Tote. Noch mehr Schande! Sie können bestätigen, dass die sowjetischen Raketen in dieser Einrichtung hergestellt werden? Da, diese Anlage ist die Hauptfabrik. Wir nennen sie Demonia Avzadniki, der dunkle Reiter. Commander, Sie müssen sie zerstören. Alles völlig verbrannte Erde! Richten Sie einen neuen Stützpunkt in dieser G-Zone ein. Dann kümmern Sie sich um das Befehlszentrum. Schleusen Sie zunächst einen Spion ein und schalten Sie die Abschussvorrichtungen aus. Sobald die Raketen ungefährlich sind, zerstören Sie die Anlage. Und zwar völlig. Verbrannte Erde. Das war verflucht knapp. Andererseits besser knapp geschafft als knapp verpasst. Wenn diese Bombe hochgegangen wäre, naja. Sagen wir mal, wer überlebt hätte, säße jetzt wohl gerade im russischen Sprachkurs. Zum Glück ist das nicht der Fall. Sie und Ihre Mannschaft haben Stalin jede Suppe versalzen. Und das war der Todesstoß. Die Informationen, die Ihre Cyborgs gefunden haben, beweisen, dass diese 4 Raketen alles war, was Stalin abschussbereit machen konnte. Jetzt, wo die atomare Gefahr beseitigt ist, wird es Zeit für unseren Gegenschlag gegen die UdSSR. Ihre Aufgabe ist es, die Gefechtszone um St. Petersburg freizukämpfen, damit unsere Schiffe den Bodentruppen helfen können, die sich auf Moskau zubewegen. Beginnen Sie mit der Zerstörung dieser sowjetischen Befehlszentrale hier. Sobald die Verbindung mit Moskau abgeschnitten ist, säubern Sie den Uferbereich, damit unsere Schiffe flussaufwärts fahren können. Na, verfluchtes Wetter. Willkommen in der Sowjetunion, Commander. Alle alliierten Divisionen stehen bereit für den letzten Durchbruch nach Moskau. Aber es gibt sehr schlechte Neuigkeiten. Die Sowjets haben den eisernen Vorhang wieder aktiviert bekommen und wollen damit unseren Angriff abschmettern. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, berichten unsere Spione, dass noch eine stärkere Version dieser Waffe in der Entwicklung sei. Ich möchte daher, dass Sie die Technologiezentren der Roten infiltrieren, damit wir Informationen über diese neue Waffe sammeln können. Weggetreten. Ich gehe davon aus, dass jeder mit den Befehlen klarkommt, die er erhalten hat. Irgendwelche Fragen? Gut. Halt's den ein, Jungs. Weggetreten. Commander, durch Ihre Erfolge in diesem Krieg haben Sie sich eine große Ehre verdient. Sie, Stavros und ich selbst werden den direkten Angriff auf die zentrale Gefechtszone Moskau 1 leiten. Alle anderen Fronten sind abgedeckt. Es bleibt also nur unsere Aufgabe, Stalins Festung zu zerstören
und den Sitz der Sowjetmacht zu vernichten. Und sie haben sich auch das Recht verdient, als erster das neueste Spielzeug aus unserem Waffenarsenal zu testen. Die Chronosphäre. Mit diesem kleinen Hilfsmittel wird sie selbst Stalins eiserner Vorhang nicht aufhalten können. Einstein möchte, dass ich Sie warne. Die Chronosphäre könnte unbekannte Nebenwirkungen haben. Setzen Sie sie vorsichtig ein. Nicht einmal wir verstehen all Ihre Möglichkeiten. Ja, seien Sie vorsichtig. Los jetzt und geben Sie Stalin Saures. Wir sehen uns dann in Moskau. Hier drüben! Ich hab einen gefunden! Verdammte Scheiße! Der Stalin! Hätte ich mir denken können, dass dieser Bastard wieder überlebt. Naja! Befehl ist Befehl! Na los! Helft mir, ihn hier rauszuholen! Hey, Freiwilliger! Was zum Kuckuck machen Sie da? Sir, das ist Stalin! Und er lebt noch! Junger Mann, ich sehe da niemanden. Direkt da, Sir! Das ist Stalin! Ich glaube, Sie haben mich nicht gehört, Freiwilliger. Ich sehe niemanden hier. Sie etwa? Nein, Sir. Ich sehe auch niemanden. Muss wohl der Wind gewesen sein. Sowas habe ich mir auch gedacht. Und jetzt weggetreten. Oh,